Ich möchte heute ein paar Sachen vorstellen zum Thema Integrationspolitik. Also diese neue Sort, ganz neu ist sie nicht mehr, aber es ist schon eine politische Wende gewesen, diese neue Sorte Politik den Menschen gegenüber, die neuerdings oder seither Menschen mit Migrationshintergrund heißen. Und ich fange mal an mit Gegnern der Integrationspolitik, einfach so als Einleitung. Es gibt welche, zu denen würde ich zum Beispiel diesen Bundesbanker Thilo Sarrazin zählen. Der möchte, wie er sagt, in Deutschland Kopftuchmädchen verbieten. Und wenn das nicht geht, Kopftuchmädchen zu verbieten, dann möchte er den Mädchen wenigstens das Kopftuch verbieten. Was ist das? Noch ein anderes Beispiel aufgegriffen. Diese herzigen Menschen aus der Schweiz, die sich die Mühe machen, ein Volksbegehren zu starten und den Bau von Minaretten verfassungsrechtlich verbieten. Was ist da los? Also eins ist da garantiert nicht los, dass da Leute sich mal kritisch auseinandersetzen möchten mit Religion, Gottesdienst und so etwas. Da müssten sich nämlich die Schweizer Initiatoren sofort selber verbieten. Nein, es geht nicht um irgendein kritisches Wort gegen Glauben, gegen diese eigentümliche Geisteshaltung, sich in den Dienst eines geistig geglaubten allerhöchsten Herrn zu stellen und das dann auch im Alltag zu zeigen. Es geht nicht um irgendein Stück Kritik am Glauben. Das, was dort kritisiert wird, ist ausschließlich, das ist ein fremder Glaube. Und genau genommen ist es sowieso bloß ein Einwand, das sind Fremde. Und dieses, das sind Fremde, das reicht bei solchen Einlassungen, wie sie dieser Sarrazin macht und insbesondere wie sie diese Schweizer macht. Das sind Fremde, das reicht schon für ihre Verurteilung als eine Gefahr, ja, als ein Schaden für die Nation und ihre eingeborenen Gläubigen. Da outen sich eben bekennende Fremdenfeinde. Die sind auf der Kehrseite Heimatliebende. Und mit solchen Aktionen wollen die sich auch bewusst stellen gegen diese Politik, die Integrationspolitik heißt. Und jetzt ist es sehr aufschlussreich, wie die Vertreter der Integrationspolitik auf solche Aktionen wie die vom Sarrazin und den Schweizern antworten. Zum Beispiel, wie die Bundesregierung darauf antwortet. Die Antwort von denen heißt, sowas gefährdet die Bemühungen der Regierung um die Integration der Muslime. Das gefährdet die Bemühungen der Politik um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und außerdem gefährdet es die Religionsfreiheit, die doch Europas Staaten gewähren und durch die sich Europas Staaten auszeichnen, sich anerkennungswürdig und liebenswert machen. Das ist so ungefähr die Antwort gewesen von denen. Und das Bemerkenswerte dran ist, dass da dreimal eine Gefahr beschworen wird, nicht eine Gefahr für die Fremden, gegen die da so gehetzt wurde, sondern die Integrationspolitiker haben zwar dreimal eine Gefahr für unsere Gesellschaft entdeckt in solchen Vorstößen. Die Gefahr nämlich, dass, wenn solche Töne aufkommen, es wohl möglich schwieriger werde,
diese zugereisten Leute dazu zu bringen, unsere Gesellschaft liebenswert zu finden und sich in ihr so zu integrieren, dass sie unauffällig werden. Und wer so denkt, das macht uns die Bemühung schwer, unsere Gesellschaft dadurch zusammenzuhalten, dass wir diese Leute integrieren, diese Fremden. Ja, der denkt ja selber so, dass wenn man die nicht integriert hat, so wie man sich das vorgenommen hat, dass die dann die Gefahr fürs Zusammenleben, für den Zusammenhalt der Gesellschaft sind. Und zwar bloß deswegen, weil sie nicht integriert sind. Das mal zur Herleitung und zur Abgrenzung jetzt mal eine Überlegung. Worauf will denn Integrationspolitik überhaupt raus? Oder was meint die Forderung? Diese Menschen mit Migrationshintergrund, die sollen sich hier integrieren. Das meint sicher eins nicht. Nämlich, dass die Leute für ihren Lebensunterhalt alle Rechnungen bezahlen und immer Geld ausgeben, weil alles was kostet. Dann natürlich in der Not sind, zuzuschauen, wie sie sich Geld beschaffen, Geld zu verdienen, indem man bei einem Arbeitgeber alle von dem diktierten Pflichten am Arbeitsplatz erledigt oder wenn man es dazu nicht gebracht hat, so einen Arbeitsplatz zu haben, alles zu erledigen, was so ein Behördenmitarbeiter einem für seine ärmlichen Sozialgelder abverlangt. Es meint auch nicht, dass die Leute, die Gesetze befolgen, nicht verbotswidrig parken, wenn sie ein Auto haben und auch nicht anecken bei den Sitten und Gebräuchen, indem sie, sagen wir mal, versuchen, im Freibad die Angel auszuwerfen. All das ist nicht gemeint, weil dann würde die Forderung nach Integration ja offene Türen einrennen. Das macht doch sowieso jeder von denen, die, wer weiß woher, nach Deutschland gekommen sind, weil ihm gar nichts anderes übrig bleibt. Man überlebt in diesem lieblichen Land doch keine paar Wochen, wenn man sich diesen sachlichen Alltagszwängen nicht so, wie sie hierzulande eingerichtet sind, fügt und insofern haargenau so lebt wie jeder normale Deutsche. Es ist also auch, wird schon daran klar, eine Werbelüge über diese Integrationspolitik, wenn die sich manchmal so vorstellt, sie sei in dieser Frage, im alltäglichen Klarkommen in Deutschland, für die Migranten und Migrantinnen sowas wie eine Hilfe. Denen würde die deutsche Sprache beigebracht, damit sie die Bedienungsanleitung der Bundesrepublik Deutschland einigermaßen rauskriegen, vielleicht am Ende in gewähltem Deutsch beim Sozialamt Anträge stellen. Nie im Leben wollen Sie mit Ihren Sprachkursen darauf hinaus. Das wäre nämlich Einwanderung in die Sozialsysteme. Das ist ein Schwindel und dass das ein Schwindel ist, dass Integrationspolitik, Integrationskurse und so etwas den Menschen Orientierungshilfen bieten wollen in diesem Land, am Ende die unterstützen wollen, dass sie die Konkurrenz hierzulande bestehen. Dass es das nicht ist, das merkt man daran, Integrationspolitik und Integrationskurse sind sanktionsbewehrt. Wenn die Lebenshilfe wären, dann müsste man die nicht so ausgestalten, dass man sagt, und wenn man die nicht macht, dann kann man das Nachreisen als Frau nach Deutschland gleich vergessen. Dann muss man in seinem Heimatland bleiben. Dann müsste man nicht Integrationskurse mit Sanktionen bei den Sozialleistungen verknüpfen. Oder sogar mit der Drohung verknüpfen, wer sich dieser Integrationspolitik und ihren Einrichtungen nicht stellt, wird in sein Herkunftsland zurückexpediert, rausgeschmissen.
Gefordert ist bei Integrationspolitik was anderes. Nicht das sich zurechtfinden in den alltäglichen Pflichten des sich hier Ernährens. Gefordert ist da ein sich einfügen in die deutsche Nation und ins deutsche Volk, und zwar ausdrücklich jenseits eben dieser schnöden Fragen: Was muss ich denn hier tun und wozu bringe ich es hier? Es ist so ein überhauptiges sich in Deutschland einfügen, dort angestrebt, ich komme nachher drauf zu sprechen. In die Pflicht genommen werden damit mittlerweile alle, die irgendwie eine nachvollziehbare fremde Abstammung haben. Die Fremdstämmigen nenne ich sie mal, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Es kommt nicht von mir, das kommt aus dem Geist dieser Politik. Die werden in die Pflicht genommen. Das Subjekt dieser Forderung und dieser Politik ist der Staat. Aber wenn der Staat das macht, kann er sich auf eins verlassen. Er operiert mit einer breiten Zustimmung des deutschen Volks. Das macht überhaupt den gleich oberflächlich erkennbaren Geist dieser Politik aus. Dieser Staat, der deutsche Staat, überhaupt andere Staaten machen das auch, der da Integration fordert, der stellt sich diesen Fremdstämmigen gegenüber auf in der Position einer Gemeinschaft des deutschen Volkes, einer Gemeinschaft jenseits aller politischen und ökonomischen Gegensätze in diesem Land, einer Einheit auch von Staat und Volk, stellt sich in dieser Position auf und spricht die Fremden an, dass eigentlich nur sie Spaltung bringen könnten in diese unverbrüchliche Einheitsfront der Deutschen und dass sie das nicht dürfen. Und wenn ein deutscher Staat so dort antritt, dann stimmen ihm die deutschen Eingeborenen zu. Die bekennen sich ihrerseits dann zu was? Die bekennen sich eben zu einer solchen jenseits aller schnöden Berechnungen liegenden bedingungslosen Gemeinschaftlichkeit und Einheit. Die bekennen sich zu einer Position gegenüber Fremden, kennen sie keine privaten Berechnungen, kein Arm und Reich, kein Oben und Unten mehr, sondern eben nur dieses Wir Deutsche und die anderen. Das ist das Feld, um das es geht bei Integrationsforderungen und Integrationspolitik. Komme ich zu meinem zweiten Punkt. Was ist überhaupt die Sachlage oder die Problemlage, der sich die Politik da mit der Integrationspolitik widmet und wo kommt die her? Die Sachlage oder das Feld, wo das spielt, ist im Prinzip ja schon angesprochen. Es ist eben dieser elementare Unterschied zwischen Inländern und Ausländern, wo sich diese Politik abspielt. Es ist ein Feld, das überhaupt rein durch hoheitliche Gewalt zustande kommt. Eine Sortierung der Menschheit rein durch die hoheitliche Gewalt des Grenzenziehens von Staat zu Staat. Ein Staat verfügt über sein Volk exklusiv, da lässt er keinen anderen dran, verfügt exklusiv über sein Volk gegen andere Hoheiten und grenzt genau spiegelverkehrt in dieser Eigenschaft Ausländer aus.
An den Ausländern hält er nämlich spiegelverkehrt zu seinem exklusiven Verfügungsstandpunkt über sein Volk fest, dass an denen eben die Angehörigkeit zu einer fremden Staatsmacht das Störende ist. Und zwar erstmal das Störende ganz objektiv, weil da tatsächlich eine fremde Staatsmacht die Hand auf diesen Leuten hat und hinter denen steht, aber auch subjektiv als Misstrauen gegen diese Leute hinsichtlich ihrer Loyalität. Das ist das Feld. Integrationspolitik spielt sich ab auf diesem brutalen Feld des Unterscheidens zwischen Inländern und Ausländern durch die staatlichen Hoheiten. Wie kommt es denn überhaupt zu dem Problembedarf? Wie kommen denn überhaupt Fremde nach Deutschland, wenn da doch so abgegrenzt wird? Da möchte ich an der Stelle mal einem völkischen Gerücht widersprechen. Das völkische Gerücht sagt, die sind's. Die kommen einfach zu uns. Die kommen über die Grenze und überfremden uns, islamisieren uns und was man ihnen sonst noch alles zur Last legen kann, um zu bebildern eigentlich immer bloß denselben Umstand, das sind andere als wir. Das ist ein Gerücht. Die Leute, die da betroffen sind, die entscheiden in der Frage des Grenzübertritts und des Hierseins gar nichts. Die sind da nicht befugte Subjekte, das zu entscheiden, ob sie in Deutschland und in welchem Status in Deutschland sie sind. Es ist der deutsche Staat, es ist die deutsche Hoheit selbst und nur sie, die die Grenze zwischen Inländern und Ausländern aufhebt. Es gibt vielleicht eine kleine Gruppe von Ausnahmen, das sind diese verwegenen Geschöpfe, die schwarz nach Deutschland kommen. Aber auch die bestätigen das, was ich sage, denn deren Status ist, das sind die Illegalen. Die Ausnahme beweist also umgekehrt, es gibt solche Leute aus anderen Herkunftsländern in Deutschland ausschließlich als Akt der deutschen Hoheit selber. Und zwar aus einer nationalen Berechnung heraus oder aus mehreren nationalen Berechnungen heraus. Die deutschen Ausländergesetze hatten dafür eigentlich immer so einen Generalparagraphen. Der hieß, positiv formuliert, gibt es Ausländer in Deutschland nur, wenn das Interessen der Bundesrepublik Deutschland entspricht. Umgekehrt, wenn sie Interessen der Bundesrepublik Deutschland widersprechen, müssen sie raus. Das ist eigentlich sowas wie der Generalparagraph des Ausländerrechts. Und insofern kommen die aus Berechnungen der Hoheit hier hinein, werden hier zugelassen und bekommen von der Hoheit einen Status in Deutschland gewährt. Da gibt es die unkomplizierte Gruppe, die meinen, die ist auch mit Integrationspolitik in der Regel nicht angesprochen. Der deutsche Staat möchte mit anderen Staaten was ausmachen, einfädeln, also gibt es hier Diplomaten. Er stockt seine weltweiten militärischen Machenschaften nach wie vor durch Bündnistruppen im NATO-Zusammenhang und im europäischen Zusammenhang auf. Dann gibt es halt Bündnistruppen in Deutschland, aus dem Ausland. Und eine etwas komplizierte Gruppe, die aber eigentlich in diese Abteilung der weltpolitischen Berechnung fällt, sind die Asylanten. Die anerkannten Asylanten sind Leute, an denen der deutsche Staat das Urteil fällt, ausweislich dessen, dass sie in Deutschland als Asylanten anerkannt sind, die zeigen, dass die Staaten, wo sie herkommen, aus deutscher Sicht Dreck am Stecken haben. Dass sie etwas von Unrechtsstaat an sich haben. Dafür kriegen glattweg Asylbewerber hierzulande einen miserablen Rechtsstaat.
Rechtsstatus eingeräumt, um anderen Staaten einen Unrechtsstatus reinreiben zu können. Manchmal sind es auch Reservekräfte für, man dreht da mal die politische Führung um, Regimewechsel und so. Erst die Gruppe. Die zweite Gruppe ist schon spannender, von der ist aber die eine Hälfte wieder einfach. Das sind die Leute aus dem Ausland, die hier wegen der Weltmarktbeziehungen Deutschlands zugelassen sind. Die unkomplizierte Gruppe davon sind die Funktionäre des Kapitals, die Geschäftsleute. Die kompliziertere Gruppe hat lange Gastarbeiter geheißen. Und das sind die Leute, dieser Staat Deutschland hat es glattweg geschafft, den Lohnarbeiternachschub in Deutschland zu entgrenzen und sich aus anderen Ländern billige Arbeitskräfte für die hiesigen Unternehmen an Land zu ziehen. Und schließlich gibt es dann diese ganz wackelig vom Status her in Deutschland befindlichen Entwurzelten und Flüchtlingen, wo dann der deutsche Staat immer sagt, er hätte mit den Fluchtursachen nichts zu tun. Er hat nichts damit zu tun, dass das weltweite Geschäft, das von deutschem Boden ausgeht, den Leuten woanders die Ernährungsquellen wegnimmt. Er hat nichts damit zu tun, dass deutsches Ordnungsstiften im Nahen Osten und in Afghanistan dort die Leute durch Krieg vertreibt und sowas. Er ist nur zumindest vorübergehend großzügiges Aufnahmeland für solche armen Menschen und so weiter. Das sind die hoheitlichen Berechnungen, dass es diese Menschen hier gibt. Und nach diesem berechnenden Gesichtspunkt der Relativierung des Abgrenzens von Inländern und Ausländern ist das ganze Aufenthaltsrecht, wie das Ausländerrecht heute vornehm heißt, gestaltet. Das Aufenthaltsrecht ist rechtslogisch so, dass es lauter Titel für die Leute gibt, hier sein zu dürfen, verbunden mit einer Funktion für Deutschland. Zum Studieren, zum Arbeiten und so weiter. Das hat immer die Kehrseite, erlischt diese Funktion, erlischt die Aufenthaltsberechtigung. Das ist eigentlich der Elementarparagraf übrigens des Aufenthaltsrechts, da gibt es einen Paragraphen 5, in dem steht, wer hier nicht selbstständig als Ausländer seinen Lebensunterhalt verdienen kann, der hat das Land im Prinzip zu verlassen oder wird verlassen. Und das ist die Logik der Funktionalität dieser Leute, denn seinen Lebensunterhalt kann man in so einem Kapitalismus wie Deutschland nur dann verdienen, wenn man sich für dessen Wachstum irgendwo nützlich macht, sonst gibt es hier keinen Lebensunterhalt. Total berechnendes Zulassen von Ausländern in Deutschland, knallhart mit der Kehrseite berechnendes Ausweisen von Ausländern, wenn sie diese Funktionalität, für die man sie hier überhaupt nur reinlässt, verlieren. Wo kommt das Problem der Integrationspolitik her? Ja, diese Sorte berechnende Aufhebung der Grenze für Ausländer. Diese Sorte Berechnung der deutschen Hoheit, die hat dann doch ein paar Schranken. Die eine Schranke besteht darin, dass dieses funktionalistische Hereinholen von Ausländern nach Deutschland über Verträge mit anderen Staatsmächten läuft, deren Bürger das sind, die man dann doch nicht einfach national rückgängig machen kann, wenn man die Leute ausgenutzt hat und wegschmeißen möchte. Da gibt es eben ein Abkommen mit der Türkei, wo drin festgelegt worden ist, wer hier arbeitslos wird,
den weist Deutschland nicht sofort nach Anatolien hin aus. Noch großzügiger aus nationalistischer Optik ist das Freizügigkeitsgesetz für Europa, wo man sich eben unter den europäischen Staaten darauf geeinigt hat, dass man die Grenzen nicht nur für einen freien Verkehr von Waren und Kapital öffnet, sondern auch für die wahre Arbeitskraft. Und noch, um das Rechtliche zu Ende zu bringen, es ist auch aus berechnenden Gründen einigen Ausländergruppen ein ziemlich fester Rechtsstatus in Deutschland ad personam zuerkannt worden, zum Beispiel den Aussiedlern. Die waren mal dafür gut, immerzu im kommunistischen Lager Deutsche ausfindig zu machen und an denen die Hoheit der dortigen Staaten über ihre Völker zu bestreiten. Und dazu gehört, zu dieser Personengruppe gehört auch die vorhin mal kurz erläuterten Asylanten. Also da ist das Reinholen, das berechnende Reinholen dieser Menschen nach Deutschland verknüpft mit Rechtsverhältnissen, die dann doch nicht ganz einseitig von der deutschen Hoheit zu kündigen sind. Und die andere Seite, wo das berechnende Hereinlassen von Ausländern nach Deutschland, dieses wirklich instrumentalistische Verhältnis zu denen seine Schranken hat, das liegt eben daran, dass über die Nützlichkeit von Menschen in Deutschland nicht allein der Staat entscheidet. Das gilt insbesondere bei der großen Gruppe, die mal als Billigarbeitskräfte fürs Kapital nach Deutschland geholt worden sind. Und dann hat das Kapital rationalisiert und diese Leute überflüssig gemacht und in die Armut geschickt. Ja, das ist die Personengruppe, die Kerngruppe derer, bei denen der deutsche Staat etwas bilanziert, was ihn nicht in Ruhe lässt, ohne Dienst für Deutschland halten sich Ausländer in Deutschland auf, die er einfach nicht ins Ausland abschieben kann. Für die hat er einen Bürokratenausdruck, der heißt, das sind die aufhältigen Ausländer. Und zu was es sich da für Deutschland summiert hat, lese ich einfach mal vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vor. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer aller aufhältigen Ausländer beträgt im Jahre 2008 18,2 Jahre. Das hat die Politik nicht ruhen lassen und sie hat eine Schlussfolgerung daraus gezogen und die ist wirklich aufschlussreich. Die Schlussfolgerung heißt, also ohne Dienst, ohne Nützlichkeit sind die in Deutschland aufhältig. Die Schlussfolgerung heißt Vorsicht. Da gibt es Fremde, die sind nicht in Deutschland integriert. Und das ist nicht die Optik, was für Probleme haben die, sondern das ist die Optik, die sind ein Problem, weil sie eben als Fremde nicht in Deutschland integriert sind. Die Schlussfolgerung definiert an diesen Hierbleibern zwei nicht hinnehmbare Defizite, und zwar gleich als Gefahren für Deutschland. Das erste Defizit, was bei denen kaum haben sie ihre Funktion verloren, sofort wieder in Kraft tritt, heißt, das sind Ausländer. Die sind das Fußvolk fremder Herren. Die sind möglicherweise sogar überzeugtes Fußvolk fremder Herren. Türken halt. Also der fürs Ausnutzen
für Deutschland. Zurückgestellte Grundsatzvorbehalt gegen diese Leute tritt sofort wieder voll in Kraft. Mit dem verlogenen Wort Gastarbeiter wird auch die Verlogenheit von auch Multikulti gekündigt. Gastarbeiter verlieren sie, weil sie nie mehr gebraucht werden. Und Multikulti, das war diese Verlogenheit, ja, muss ich auch mal was sagen, weil das hat so einen guten Ruf. Was ist das eigentlich für eine Sorte geistiges und auch politisches Einsortieren dieser Menschen gewesen? Ja, die sind hier hingeholt worden, haben dann billig schwer gearbeitet, haben ihre Armut so bewältigt, wie sie das zum Teil von zu Hause können. Also am Wochenende mal in den Tiergarten in Berlin, war das immer der Tiergarten oder so, und dann mal gegrillt und dann wieder mal lochen gehen. Und dann hat sich Deutschland, seine politische Elite, aber auch sogar das Fußvolk irgendwann dran gewöhnt und hat gesagt, naja, solange sie Gastarbeiter sind, ist ja in Ordnung, da tun sie, was ich gehört. Und wenn sie so bunt ihre Armut bewältigen, das ist doch bereichernd für uns. Sehr interessant, was die für Ideen haben, was man am Wochenende so alles machen kann. Das ist eigentlich die Schweinerei von Multikulti. Es wird geschätzt, dass die mit mitgebrachten Bordmitteln mit ihrer Armut in ihren Scheißquartieren zurande kommen. Aber das ist sofort gekündigt, diese Haltung, wenn die ihre Funktionalität verloren haben und jetzt auffällige Ausländer sind. Dann ist das erste Defizit an denen, das sind Ausländer. Und das zweite Defizit ist eine zweite Betrachtung dessen, die tun nicht ihren Dienst. Die sind nicht eingebunden in Dienst in Deutschland. Das erschöpft sich gar nicht darin. Das sind Leute, an denen verdient die Nation nichts. Das erschöpft sich auch nicht darin, die kosten jetzt plötzlich als Sozialfälle was. Das ist schon ein an denen festgehaltenes doppeltes Manko. Aber da kümmert sich eine andere Sorte von Politik drum. Da nerven die Sozialämter, die fordern und fordern und fördern das Fordern und so. Oder die Ausländerämter kümmern sich und legen denen nahe, doch nach Hause zu gehen. Nein, die sind nicht eingebunden in Dienst, kriegt eine andere Fassung, und das macht dann den Übergang zur Integrationspolitik so langsam. Bei denen ist Arbeit entfallen, Fabrikarbeit, Behördenarbeit oder wo sie unterwegs sind, in der Eigenschaft, das bindet Leute an die Gesellschaft. Bei denen ist Arbeit entfallen als so etwas wie, das können offenbar Politiker sofort denken, als ein Sachzwang zum Mitmachen in diesem unserem Lande. Als ein Sachzwang auch, den deutschen Staat unverzichtbar zu finden. Weil wer im deutschen Berufsleben es aushalten will, der braucht den deutschen Staat mit seinen Rechten und sozialen Krücken. Und das ist richtig bei denen, die Defizitdiagnose, denen geht, wenn die aus der Funktion raus sind, so etwas ab wie der von uns geschätzte stumme Zwang der Verhältnisse zum Mitmachen, zum Dafürsein. Das ist eine bemerkenswerte Lehre eigentlich, die politische Führung da zum Besten gibt, wie sie das Lohnarbeiten und Geldverdienen der Leute betrachtet. Ja, anders soll man sich das immer als was ganz Privates und Freies der Leute für sich vorstellen. Jetzt sagt eine politische Führung, wenn es
wenn Sie diese Ausländer da angucken, nein, nein, das in die Fabrik gehen, das Arbeiten gehen, das ist mindestens auch so etwas wie eine unverzichtbare Anpassungsmaschine. Das ist etwas, was zum Dafürsein, dabei sein wollen erzieht. Könnten die Deutschen sich mal einen Gedanken darüber machen, wie der Staat zu ihrer Arbeitstätigkeit steht? Das Problem ist bloß, den Gedanken haben sich die Deutschen in der Regel schon gemacht. Die sehen das nämlich genauso. Also ich, als ich früher vor Betrieben Flugblätter verteilt habe, haben die mir gesagt, geh doch erstmal arbeiten. Was ist denen durch den Kopf gegangen? Wer in der Mühle drinsteckt, der hält die Klappe und arrangiert sich damit und ist dafür. Das ist die zweite Defizitdiagnose, neben dem, dass die Ausländer sind. Und von dieser doppelten Defizitdiagnose, aus diesem Standpunkt heraus, müssen solche arbeitslosen Türken gar nicht erst kriminell werden. Längst vorher richtet sich das doppelte Misstrauen auf sie, dass die auf Abwägen sind. Das nochmal seriös ein bisschen gewürdigt, was da eigentlich passiert. Der Sache nach reden die über eine Entscheidung des Kapitals über diese Leute. Der Sache nach reden sie über eine Entscheidung auch der Politik über diese Leute. Die werden arbeitslos gemacht und sind dann Arme der sozialen Betreuung durch den Staat. Aber dieser soziale Schaden, der jetzt die Lebenslage von diesen Leuten ausmacht, der wird in dieser integrationspolitischen Optik den Betroffenen selbst als Unzuverlässigkeit ihres Willens zur Last gelegt. Als wer nicht arbeiten geht, wer sich nicht nützlich macht für Deutschland, bei dem liegt kein Wille zur Leistung mehr vor. Oder mindestens, sagen wir es mal freundlicher, solche Heinis wie dieser Laschet aus Nordrhein-Westfalen, der Integrationsminister, der sagt das immer freundlicher, bei denen erlahmt der Wille zum Aufstieg. Der macht sich die Lebenslüge eines bürgerlichen Konkurrenzsubjekts irgendwann nicht mehr vor. Wer ewig strebend sich bemüht und so weiter, kommt schon zur Berübe. Übrigens, das ist ein Vorwurf, wenn man genau hinguckt, oder das ist eine Defizitdiagnose, die ist gar nicht bloß für die Fremdstämmigen reserviert. Die kommt auch bei den arbeitslosen Inländern zum Tragen. Das ist eigentlich genau genommen der Satz, der hinter Unterschicht folgt. Was ist eine Unterschicht? Ja, das sind die, denen man diese Mangeldiagnose, bei denen kommt der Wille zum Mitmachen und zum Glauben an, es lohnt sich mitzumachen und insofern zum verbissenen Willen mitzumachen, der geht denen ab. Die haben übrigens deswegen von der Politik, also diese Unterschichtler und diese Prekariatler, die haben ja auch den Satz sich eingefangen, das sind Leute, die haben ein Integrationsproblem. Aber die deutschen Prekariatler sind eben Deutsche. Und insofern ist die Diagnose bei den Fremden dann doch ein bisschen eine andere. Das merkt man auch. Wenn sich diese Fremdstämmigen dann in dieser ihrer aufgezwungenen Not einrichten, wenn sie das dann möglicherweise auch noch, übrigens sozialstaatsmäßig sehr kostengünstig, mit ihrer Sorte von Familienwirtschaftlerei
irgendwie erträglich machen. Du gehst jetzt heute mal beim Onkel Gemüse putzen, Lümmel, Ali. Wenn sie sich über Wasser helfen und dabei so ihre Gemeindesitten mobilisieren, dann sagt deutsche Politik und sagt deutsches Volk im Gefolge prompt, hier kommt es zu Parallelgesellschaften. Das ist das harte Urteil. Hier kommt es, naja, nicht gleich zu so etwas wie einem Staat im Staate, aber hier verfestigt sich ein Fremdvolk im Volke. Das ist die Diagnostik. Die der Integrationspolitik zugrunde liegt. Was bezweckt sie denn dann? Mein dritter Punkt. Ja, sie bezweckt Eindeutschung. Sie macht den Leuten die Alternative auf, beziehungsweise ist es eigentlich gar keine Alternative, Sie macht den Leuten folgendes Verhältnis auf: Wenn ihr nicht rausgeht, wenn man euch nicht rauskriegt, heißt es, dann gefälligst bindend rein. Verbindlich rein in Deutschland und ins deutsche Volk. Das hat einerseits eine staatsbürgerrechtliche Seite. Es ist schon so, dass die Politik Anstrengungen unternimmt, diese Leute dazu zu bewegen, die Einbürgerung nach Deutschland anzustreben. Staatsbürgerrechtlich eben deutsche Staatsbürger zu werden. Und vor dieser Bemühung steht eins fest: Wer von diesen Leuten seine fremde Staatsangehörigkeit partout nicht ablegen will, der gehört gleich zu den harten Verdachtsfällen. Da ist Deutschland übrigens sehr konsequent, hat so etwas wie eine doppelte Staatsbürgerschaft im Prinzip ausgeschlossen, nimmt Leuten, die den deutschen Pass gekriegt haben und dann von der Türkei hintenrum doch noch irgend so einen Halb-Türkei-Pass kriegen, den deutschen Pass wieder ab und lauter so ein Zeug. Also Deutsch ohne Wenn und Aber. Staatsbürgerrechtlich ist die eine Linie dieser Integrationspolitik, aber mit einer sehr kritischen Überlegung der Politik gleich dazu. Einfach den Pass wechseln. Das will sie diesen Leuten auch nicht zugestehen. Dass man einmal den türkischen abgibt und den deutschen nimmt. Das Staatsbürgerrechtliche selber soll noch auf was anderem gegründet sein, nämlich Deutschland, der Staat, will davor einen Nachweis der Integration in Deutschland und im deutschen Volk. Und das ist Minimalbedingung, sowas wie 8 Jahre hier ohne anzuecken gelebt haben, aber eben auch diese Kurse und so weiter. Daran merkt man, das Integrationspolitikzeugs ist eben nicht bloß eine staatsbürgerrechtliche politische Anstrengung Deutschlands. Die andere Seite davon, wo Integrationspolitik herkommt, ist eben dieses, wenn nicht raus, dann bindend rein. Das hat eben auch die Seite, der Staat akzeptiert und macht daraus eine Politik, dass die rechtliche Erpressungsalternative, Ausweisung oder Einbürgerung, sich nicht überall durchsetzen lässt.
Was er sich arrangieren muss damit, dass Leute in Deutschland aufhältig sind mit fremdem Pass. Da ist Integrationspolitik das Ziel, trotz des fremden Passes diese Leute so einzudeutschen, als wären sie Deutsche. Integration und Integrationspolitik ist also ernstlich das Ziel des Staates, eine Eindeutschung dieser Fremdstämmigen in deren eigenem Willen, in deren Willen und Bewusstsein zu verwurzeln. Darauf richtet sich Integrationspolitik. Deutsch sein in Willen und Bewusstsein, sowohl als Bedingung für eine staatsbürgerrechtliche Einbürgerung, aber auch getrennt von dem staatsbürgerrechtlichen. Das ist das Ziel. Und das hat eine Konsequenz. Vom Standpunkt der Integrationspolitik ist dem Staat aufgefallen, dass das, was er sich da vornimmt, gar nicht bloß eine Frage bei den Leuten mit fremdem Pass ist. Jetzt komme ich zu diesem Sprachdenkmal Menschen mit Migrationshintergrund. Der hat einen viel größeren Personenkreis ausfindig gemacht, bei denen er sein Programm, man muss eigentlich das Deutsche in deren Willen und Bewusstsein noch richtig verankern, durchziehen muss. Nur um mal die Zahlen zu sagen. Ja? Es gibt so Pi mal Daumen 7 Millionen Ausländer in Deutschland. Aber die Menschen mit Migrationshintergrund, die sind normal dieselbe Zahl drauf. Zusammengezählt haben sie 15 Millionen. Integrationspolitik ist also Folgendes. Der Staat macht aus seinem negativen Verhältnis zu diesen Leuten, seinem doppelten Manko, einer doppelten Manko-Diagnose, eigentlich seinem Ausschlussgrund gegen diese Fremdstämmigen. Da macht er ein positives Einschlussprogramm. Verlangt, dass sich der Wille dieser Leute an Deutschland bindet. Das ist ein Programm, das nimmt er sich vor, da nimmt er sich auch in die Pflicht, da sagt er, das ist sein Auftrag. Aber der ganze Inhalt nach ist es ein Pflichtenprogramm, den diese Fremden da abzuwickeln haben, vor ihm als Instanz. Wie geht es? Mein nächster Punkt, wie geht eigentlich diese Integrationspolitik? Und was kann man daran sich mal klar machen, was so eine Nation ist? Wie stellt die sich eigentlich dar, wenn sie Integrationspolitik macht? Also Integrationspolitik, wenn diese zuständigen Politiker selber darüber reden, geht so los. Sie machen eine Diagnose. Aus so einem Integrationsbericht. Unzureichende Deutschsprachkenntnisse, schwächeres Abschneiden in Bildung und Ausbildung, höhere Arbeitslosigkeit und bei einigen die fehlende Akzeptanz von Grundregeln des Zusammenlebens, insbesondere von Frauenrechten, veranlassten die Bundesregierung in der Integration der hier lebenden Migrantinnen und Migranten eine politische Schlüsselaufgabe zu sehen. So, da will ich ein bisschen was dran erläutern. Es hat zwei Seiten, nämlich erstmal so diese Negativdiagnostik, wie schneiden die ab? Und zweitens die Negativdiagnostik, wie ticken die eigentlich? Ich will auch erläutern, warum Integrationspolitik so zielstrebig auf die Moralität der Menschen losgeht. Aber steigen wir mal ein mit diesen Schulergebnissen und so weiter. Der Staat guckt also in alle
seine Sphären oder alle Sphären seiner Konkurrenzgesellschaft rein, die samt und sonders Institutionen der Selektion der Menschen sind, und entdeckt was. In dieser Konkurrenzgesellschaft, in dieser Gesellschaft der Selektion, überall werden diese Fremdstämmigen auffällig. Auffällig nämlich darin, dass sie statistisch überreichlich Verlierer sind. Und das Bemerkenswerte ist, das soll jetzt keine Kritik an den Einrichtungen dieser Gesellschaft sein, an der Schule als Selektionsinstanz, am Arbeitsmarkt als Selektionsinstanz, am Berufsleben und Personalchefs als Selektionsinstanzen. Nein, das ist jetzt, deckt sich ja ein bisschen mit dem, was ich schon erläutert habe, als der Bearbeitungsbedarf an den Verlierern festgehalten. Das ist der Bearbeitungsbedarf. Die Bearbeitung auf die Integrationspolitik jetzt aus ist, die besteht in einer wirklich abenteuerlichen Umkehrung dieser Diagnose. Alle Plätze des Kapitals, Lehrstellen, Arbeitsplätze, Einrichtungen des Staats, der sogenannten Zivilgesellschaft, Vereine, Verbände, Fußballverbände und so weiter, lauter so ein Krams. Das wird jetzt vom Staat in den Blick genommen als lauter potenzielle Eindeutschungsinstitute. Integrationspolitik schließt mit Handwerkerverbänden, mit Fußballvereinen, mit Schulen, mit Hochschulen, mit Arbeitgeberverbänden Zielvereinbarungen ab. Und da geben die ein Versprechen ab, dass sie sich Mühe geben werden, durch folgende Maßnahmen Fremdstämmige auf dem Weg der Integration voranzubringen. Das ist schon wieder eine interessante Protokollnotiz der politischen Hoheit darüber, wie sie ihre Gesellschaft eigentlich sieht. Ich will mal einen prominenten Punkt rauspicken. Das ist das mit dem, die schneiden so schlecht in Bildung ab. Die Konsequenz heißt ja nicht, dann bringen wir ihnen mehr Lesen, Schreiben und Rechnen bei, sondern der Integrationspolitiker sagt, dabei ist Bildung doch für Eindeutschung da. Es ist richtig, das Bekennen, macht euch nichts vor, liebe Leute. Bildungsinstitute sind dafür da, dass sich die Individualität allseitig entfaltet. Und nein, es ist richtig, das Bekenntnis, wir haben unser Schulsystem doch zum Zwecke einer Nationalerziehung da. Das Schulsystem heißt zu Recht Volksschule. Da lernt man vielleicht nichts, aber Volk schon. Oder wie es ein als links geltender Bundespräsident mal gesagt hat, die Schule ist die Schule der Nation. Das war der Heinemann. Und da hat er sich übrigens gewendet gegen die, die gesagt haben, die Bundeswehr ist die Schule der Nation. Aber natürlich denkt der heutige Integrationspolitiker auch an die Bundeswehr als Eindeutschungsinstitut. Und neulich habe ich einen Tatort geguckt, der kam aus Köln. Das war vielleicht ein Türke. Ja, da waren wieder Böse unterwegs und es waren nicht die Türken, wie sich herausstellte, was man unschwer daran erkennen konnte, dass der Türke bei der Bundeswehr war und dort Scharfschützenausbilder für die Jungs in Afghanistan war. Das ist Integration, oder? So, alle Einrichtungen der bürgerlichen Konkurrenz, des Staates, des Berufslebens werden jetzt zu Eintopfungsinstituten nach Deutschland und ins deutsche Institut und ins deutsche Volk. Ja, siehst du.
betrachtet und in der Integrationspolitik in solche Zielvereinbarungen eingebaut. Und dann ist es wieder gar nicht genug. Denn in diesen Instituten können die integrationspolitisch verarbeiteten Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, ja dann eigentlich doch wieder nur Erfolge der Konkurrenz erwarten. Können halt ein bisschen was lernen in der Schule, Beruf behalten und so weiter. Und damit ist der integrationspolitisch operierende Staat dann eigentlich wieder nicht befriedigt, weil es ja nicht einfach um Erfolge in der Konkurrenz geht, sondern Erfolge in der Frage Deutschland, Deutschland über alles geht. Sehr interessant, der Staat, bei dem man dann eigentlich sich mal zurechtgelegt hat, das ist ein bürgerlicher Staat, gerade darin, dass er die Privatrechnung konkurrierender Subjekte freisetzt und erlaubt und auf die auch setzt und baut, der vertraut der in der Frage Loyalitätsbildung ihm gegenüber doch nicht so recht. Bei diesen Ausländern gibt er das mal richtig zu, er will ja auf etwas Überhauptigeres raus, nämlich eben dieses Volk sein als Wille. Der ist wirklich daran, diese eigentümliche abstrakte Willensleistung, die ein Volk ausmacht, herstellen zu wollen. Was ist es eigentlich, ein Volk? Ja, das ist schon eine theoretisch schwer zu erklärende, praktisch aber offenbar aus der Hand zu erledigende Angelegenheit. Es ist diese eigentümliche Willensleistung, den Zugriff der politischen Herrschaft auf einen, und zwar seiner ganz prinzipiellen Seite nach, ganz unabhängig von speziellen Herrschaftszielen. Der deutsche Staat greift auf die Staatsbürger als Deutsche zu. Diesen Zugriff der Herrschaft auf die Leute so prinzipiell von unten zu beantworten, mit einem ebenso grundsätzlichen und ich gehöre dazu Willen. Das ist eine Denkungsart, die sich Deutschland, diesen Staat, mal als erstes als sowieso unhintergehbare Bedingung für jedes Interesse, das man so hat, für jede Lebensäußerung, die man so macht, zurechtlegt und für in Ordnung befindet. Und zwar als unhintergehbare Bedingung, unabhängig davon, ob diese Nation sich eigentlich als tauglich für dieses Interesse und diese Lebensäußerung bewährt. Es ist das, was ein Mensch eigentlich sagt mit dem Satz: Wer in Deutschland leben will, der muss sich integrieren. Es ist eine Bedingung vor jeder Interessensverfolgung. Nicht daran gemessen für eine Interessensverfolgung. Es ist auch zweitens die geistige Leistung, alle seine Interessen zu denken in so einer Gemeinschaft, in einer Verkollektivierung mit allen anderen hier in Deutschland. Und zwar wieder nicht so, sie zu denken, dass man sagt, ja, wir sind so eine Art arbeitsteiliger Verband und hier wird für mein Interesse gesorgt, dort für das Interesse des anderen, sondern ganz grundsätzlich, die Interessen sind vergemeinschaftet in der gleichen Unterordnung unter die Lebensverhältnisse in Deutschland. Bei uns macht man das so.
Und schließlich ist dieses Volk als Wille und Vorstellung auch noch der Schritt, dass eben diese Nation für sich ganz selbstverständlich zum Interesse von einem wird. Dass man sagt, Deutschland ist mein Interesse, Deutschland muss gelingen. Ein Interesse also, das dann auch eigentlich alle anderen Interessen, die dann partikular sind, die dann materialistisch heißen, die dann klein heißen, überragt. Ein Interesse, bei dem man sagt, es ist richtig so, dass man ihm dient, das ist eigentlich Patriotismus als Gesinnung. Oder auch so als Spruch, wir sind Deutschland. Auf so etwas will Integrationspolitik bei den Zugewanderten hinaus. Auf eine solche Bewusstseins- und Willensleistung und das ist wieder eine interessante Botschaft des Staates über das Verhältnis, das mit Nation vorliegt. Man merkt an solchen integrationspolitischen Anstrengungen, dass man es hierzulande mit einer Herrschaft zu tun hat, die will nicht einfach nackt als Herrschaft gelten. Die will nicht einfach bei den Untertanen als Herrschaft gelten, der man gehorcht, weil man ihr gehorchen muss. Die will, sonst wären solche integrationspolitischen Anstrengungen gar nicht erklärlich, schon durch den Willen der Untertanen, durch ihr freies Nachdenken und Wollen getragen sein. Das ist die eine Seite. Die will als Willen der Leute getragen sein, aber andererseits durch einen Willen getragen sein, der ist sehr eigentümlich. Der soll nämlich gar nicht das Freie eines Willens im Sinne einer Berechnung, einer Kalkulation, einer Prüfung an sich haben. Der soll nicht das Verhältnis zwischen Individuum und dem Nationalen aufmachen im Sinne, ja sagen wir es mal wirklich bloß in diesem Blöden, was muss ich hier und wozu bringe ich es hier? Offensichtlich halten Politiker dieses Berechnende, dieses Kalkulierende, dieses verständige Verhältnis zur Nation für eine gar nicht zuverlässige Zustimmung zu dem, was eine Nation von ihren Leuten will. Es ist so, als ob Integrationspolitiker mal klarstellen wollen, wie ein funktionierendes Volksbewusstsein geht. Es darf nicht davon abhängig sein, dass es die Folge alltäglicher guter Erfahrungen mit Land und Leuten ist. Das muss so etwas sein, so sagen das dann auch solche Politiker wie die Merkel, wie eine Wertentscheidung vor jeder praktischen Befasstheit mit dieser Nation. Und zwar mit der gewünschten geistigen Eigenschaft, dass diese Anhänglichkeit dann durch all diese alltäglichen Erfahrungen mit Land und Leuten nicht mehr zu erschüttern ist. Auf sowas ist da die Politik bei den Zugereisten aus und will jetzt wirklich so einen volksmäßigen Nationalismus bei denen ernstlich herstellen und auch prüfen und verifizieren, ob er vorliegt. Und da ist es kein Zufall, sondern hat was Notwendiges an sich, dass Integrationspolitik auf die Moral von diesen Menschen losgeht. Das, man achte drauf, wenn diese Integrationsdebatten laufen, immer wieder sowas wie
der Religion im Zentrum kritischer Befassung und Bemühung steht, deren Familienleben und Familiensinn. Woran liegt das? Das liegt allen Ernstes ein bisschen an der eigentümlichen Denkungsart, die bei Religion und Familie vorliegt. Naja, Religion. Da denkt sich der Mensch und glaubt dann auch ganz fest daran, dass es über ihm einen ganz höchsten Herrn gibt, unergründlich in seinem Ratschluss und so weiter, aber ein Herr allmächtig. Den denkt er sich über sich, und die Ungeheuerlichkeit ist, er denkt den nicht nur über sich, sondern auch noch über seinen Staat. Nach dem Willen dieses von ihm geglaubten höchsten Herrn tut ein Gläubiger seine irdischen Pflichten, doch nicht einfach, weil der Staat sie ihm angeschafft hat, sondern weil es gut, edel und der Weg zum Himmelreich ist. Das ist die Denkungsart eines Gläubigen, eines religiösen Menschen. Schauen wir uns mal die Denkungsart eines Familienmenschen an. Der läuft, da machen übrigens die Zugereisten echt keine Ausnahme, das machen sie alle, diese Familientiere, der läuft mit der einfachen, aber klebrigen Formel durchs Leben: für meine Familie tue ich alles. Alles tue ich nur für meine Familie, aber für meine Familie tue ich auch alles. Der denkt also, sich eine ganz nahe, quasi eingefleischte Gemeinschaftlichkeit mit seinen Familienmenschen da zurecht und behauptet die als den letzten guten Grund für alle irdische Pflichterfüllung, die er so vollbringt. So, und jetzt fällt dem bürgerlichen Staat bei den Fremdlingen an der Stelle ein, dass er richtig gegen diese Einbildung von guten Gründen über ihm, über seinen Geboten, bei guten Gründen über ihm mitzumachen, eifersüchtig werden muss. Jedenfalls bei den Fremdstämmigen wird er da eifersüchtig. Er wirft die Frage auf, wem dienen die eigentlich? Der Staat wittert, der Integrationspolitik betreibende Staat wittert glattweg in diesem idealistischen und höchst intimen schon wieder die Dienerschaft an einem fremden Herrn. Und insofern ist Integrationspolitik ernstlich so etwas wie: bei denen führt der Staat eine Art Kulturkampf zur Unterordnung der Moralität unter die nationalen Gebote, unter die nationalen Gebote als die darüber stehende nationale Sittlichkeit. Da führt er einen Kulturkampf, ja, den er hat er bei seinen Inländern in seiner Geschichte früher auch mal geführt und erfolgreich entschieden. Den hat er nämlich tatsächlich auch schon mal, und so ganz ist er nie zu Ende, aber im Prinzip hat er ihn entschieden, gegen Kirchen, gegen Sippschaften, die haben sich dem Staat als höchstem Herrn unterzuordnen. Da macht sich jetzt wieder der Unterschied Ausländer-Inländer geltend, aber ganz so weit geht er doch nicht. Beim nachwachsenden Rohstoff der Inländer, bei den Kindern, da kennt der Staat diesen Gesichtspunkt nach wie vor auch bei den Inländern. Die okkupiert er für die Volksschule, für die Nationalerziehung,
das überlässt er nicht den Eltern und den Pfaffen. Das macht er gegebenenfalls richtig mit Gewalt geltend gegen diese Eltern, die einfach nicht verstehen, was Nationalerziehung ist und meinen, Lesen, Schreiben, Rechnen und Gedichte auswendig lernen, das kann ich bei mir in meiner Waldorfküche viel besser als die da in der Schule. Die irren sich halt und dann kommt die Familienfürsorge und holt die Kinder mit Zwang in die Schulpflicht. Also das ist das Feld des Kulturkampfs, um den es da geht. Und die Minimalforderung, die der Staat an der Stelle an die Menschen mit Migrationshintergrund stellt, ist, dass sie gefälligst ihre idealistischen und intimen Denkungsarten einzureihen haben in das, was hierzulande Anerkennung der Meinungsfreiheit heißt. Das ist die Minimalforderung, dass denen klar ist, dass denen klar wird, dass du glaubst, dass du ein Familientier bist. Denk immer dran, das darfst du, weil ich es dir erlaube. Erster Schritt. Das untersteht meiner Lizenz. Zweiter Schritt. Dann ist es aber auch, bitteschön, versteh das und lern das. Dein Glaube, dein Familiensinn ist eine Meinung, ist erstmal etwas, was nur du hast, ist was Subjektives, ist was Privates. So ist er von mir lizenziert, so relativiert in seiner Verbindlichkeit darfst du ihn haben. Und bitte vergiss nicht, alle anderen ihren auch. Also stell dich mit deiner Gesinnung von den höchsten guten Gründen, bitte schön, in dieses hierzulande übliche Verhältnis, ja, der doppelten Gleichgültigkeit gegenüber anderen Gesinnungen. Die sind genauso gültig wie deine, aber genauso scheißegal wie deine. Dieses sich einreihen in die Meinungsfreiheit, das ist die Minimalforderung von Integrationspolitik. Und an der Stelle muss ich mal schnell einen Exkurs loswerden, weil die gehen mir auf die Nerven. Was da eigentlich passiert, das ist so etwas wie, der Staat macht eine richtig verfassungsschutzmäßige Kontrolle der Gesinnung dieser Leute und betreibt eine echte Politik der geistigen Unterordnung, der Moralität unter seine Oberhoheit. Und dieses doppelt hoheitlich, sagen wir mal, fast gewalttätige Geschäft, das wird jetzt von ein paar intellektuellen Knalltüten überwiegend weiblichen Geschlechts mit einer Debatte flankiert, die ist ungeheuerlich. Damit meine ich solche Leute wie diese Hirsi, aber auch diese Alice Schwarzer. Die flankieren dieses verfassungsschutzmäßige Vorgehen des Staates mit Debatten und tun so, als ginge es dabei, bei Integrationspolitik und beim öffentlichen Diskurs über Integration, um so etwas wie die Befreiung der Menschen von religiöser und familiärer Knechtung. Übrigens, wenn man die mal reden hört, kritisieren die nie irgendwas am religiösen Bewusstsein. Die erzählen nichts, dass das eine unkluge Denkungsart ist, sich da so ein, auch noch mit dem eigenen Verstand, so einen höchsten Herrn zurechtzulegen, der einem dann sagt, wo es lang geht. Die kritisieren nie Religion, sondern ganz fremdenfeindlich, bloß immer die Fremde. Islam, ja, das ist nicht gute Religion. Übrigens, Befreiung von familiärer Knechtung, die haben Nerven, diese Weiber, diese Feministinnen da. Die tun glattweg so in diesem integrationspolitischen
Diskurs, als wären die Frauenhäuser in Deutschland gegen türkische Männer erfunden worden. Mittlerweile gibt es ein paar mutige türkischstämmige Frauen, die gehen auch dahin, aber erfunden worden sind sie doch gegen die deutschen Krawallos. Und übrigens, ich habe meine Zweifel daran, dass aus dem Koran folgende Sitten in Migrationshaushalten kommen. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Sure des Korans steht. Ali, geh nach der Arbeit bei Daimler in die Muckibude, blas dich da auf zum dicken Max, leih dir dann einen schwarzen Mercedes und fahr zu Hause vorbei und zeig deiner Alten mal, wo es lang geht. Machen tun die Arschlöcher das. Aber ich habe den starken Verdacht, das kommt eher aus der hier gelernten Konkurrenzpsychologie als aus dem eifrigen Studium der Suren des Koran. Diese Weiber aber da behaupten glattweg, da käme es her und insofern würden sie in Einheit mit Herrn Schäuble und mit Maria Böhmer einen Beitrag zur Befreiung der Frau machen, wenn sie denen das Wort reden. Raus aus dem Exkurs zurück, was verlangt Integrationspolitik? Die Minimalforderung ist dieses sich einreihen in das Institut der Meinungsfreiheit. Das ist aber wirklich die Minimalforderung. Im Grunde genommen will der Staat ernstlich, dass die Moral der Leute dieses subjektiv sich zurechtgelegte, gebilligte, so gehört es sich, dass diese Moral der Leute dann eben doch nicht im Privatbereich bleibt, sondern zur Legitimation der staatlichen Ordnung und der Nation wird. Darauf ist er eigentlich raus, dass letztlich aus dem Aller und aus der Familie, genauso wie aus der heiligen Dreifaltigkeit und der Familie Deutschland folgt. Da gibt es natürlich wieder einen Unterschied in Sachen Inländer und Ausländer, wie er das betreibt. Bei den Inländern, bei den Erwachsenen jedenfalls, bei den Kindern nicht gleich, aber bei den Erwachsenen geht der Staat im Prinzip davon aus, dass das so funktioniert, dass die den von ihnen geglaubten höchsten guten Gründen schon die gute Begründung für die staatliche Ordnung und die Nation entnehmen. Da wird nicht viel Aufhebens davon gemacht, obwohl wir nähern uns gerade wieder zwei Daten, wo sie einen damit wieder nerven werden. Wo dann doch die Politik vor den Fernseher tritt und sagt, alles wie es hierzulande geregelt ist, geht und steht, hätte schon seine Wurzeln im christlichen Abendland. Ja, das werden wieder die Weihnachtspredigten sein, aber es hat bei den Inländern gegenüber von der Politik eben den Charakter der Sonntagsrede, des Abrufens von so einem legitimatorischen Bewusstseins und nicht das Verbitterte eines Kampfes darum. Abgerufen wird es aber alle Nase lang mal in solchen Sonntagsreden und unterhalten im doppelten Sinne wird es übrigens auch. Ja. Das wird gepflegt. Wirklich im Stile der Unterhaltung. Neulich gab es einen Tatort, der war wieder klasse. Damit man weiß, dass man in diesem Staat an der richtigen Ecke ist, reicht der Titel des Tatorts. Der hieß, wir sind die Guten. Aber bei diesen Fremdstämmigen da ist es wirklich so, der Staat will ernstlich da so etwas noch produzieren, dass die Moralität der Menschen zur geistigen Wurzel der Loyalität zur Nation wird. Und das macht manchmal Übergänge ins fast schon Komische. So ernst die Angelegenheit ist, hat sie dann auch manchmal was richtig Komisches. Das ist zum Beispiel diese Sprachkurse. Irgendwie will
Integrationspolitik schon daran glauben, dass wenn die Deutsch lernen, der Satz Deutschland ist scheiße nicht mehr geht. Sondern dass man mit der Sprache auch gleich die Liebe zu dem Land mit eingetrichtert bekommt, wo dieses Kauderwelsch geredet wird. Etwas ernster sind solche Bemühungen wie, eigentlich müssten deutsche Hochschulen muslimische Imame erziehen und mit deutscher Akkreditierung versehen, damit sichergestellt ist, erstens, dass sie Deutsch predigen, das muss man sowieso haben, damit man auch zuhören kann, ob sie auch das Richtige sagen in Deutschland. Zweitens aber, dass sie eigentlich aus dem Allah eben die Frau Merkel herleiten. Und wo es dann wieder ein bisschen grotesk wird, das sind diese Geschichten wie Goethe, Schiller, Mozart. Da hat sich übrigens Österreich beschwert. Oder auch dieses beliebte Stadt-Land-Fluss. Also dieser Quatsch, wo sich Nationalisten bebildern, dass sie in Deutschland in einer edlen Kulturgemeinschaft ansässig sind. Das dreht Integrationspolitik richtig dahingehend um, mit sowas müsste man eigentlich deutsche Loyalität herstellen können. Und an sowas könnte man überprüfen, wie deutsch die Fremdstämmigen mittlerweile sind. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt, was eigentlich das Resultat von diesem Theater ist. Es gibt ja diese Integrationstests. Die haben was Grenzdebiles, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das Interessante aber ist, dass es überhaupt solche Tests gibt. Genau genommen ist nämlich das eine Resultat von Integrationspolitik, dass diese gesamte Integrationspolitik zu so etwas wie einem Dauertest auf die Loyalität dieser Menschen mit Migrationshintergrund wird. Zu einem richtigen Dauertest, der an diesen gelungenen Sprachtests, auch an diesen gepriesenen Integrationsbeispielen, weiß ich neulich, was war denn das wieder? Das war ein gepriesenes Integrationsbeispiel, genau irgendwo im Sauerland ist einer jetzt prämiert worden als Federmacher, also nicht so Bettenfedern, sondern so Sprungfedermacher. Der macht die schönsten Sprungfedern und das war ein gelungenes Integrationsbeispiel. Also jedenfalls wird dauernd rumgestochert nach solchen Integrationsbeispielen. Es wird also dauernd getestet, wie weit gelingt es, dass diese Leute so deutsch werden, dass man sie von Deutschen nicht unterscheiden kann. Und schon hat man sie unterschieden. Sofort, der Dauertests an diesen Erfolgsmarken schlägt sofort um, aber dann sind sie doch wieder bloß das. Erbrachte Verstandesleistung, berechnende Konkurrenzleistung, errungene private Vorteile. Wo ist denn jetzt die eindeutige Eindeutschung? Es bleibt beim Dauertest und damit ist ein Resultat schon mal feststehend. Über das Ausgehen dieses Tests entscheiden nie die Getesteten, sondern das bleibt ein Willkürakt der ausländerpolitisch Zuständigen, wann sie sagen, Aufgabe erledigt. Das ist das eine Resultat von dieser Integrationspolitik. Diese Sorte Dauertest und die Etablierung der politisch Zuständigen als die entscheiden das. Das andere ist, mit genau diesen Dauertests wird diese öffentliche Integrationsdebatte endlos. Und es wird das, was
heutzutage Zivilgesellschaft genannt wird, also der normale bürgerliche Alltag mit all seinen Einrichtungen und Gemeinheiten, der wird richtig durchsetzt mit diesem neuen Prüfkriterium. Und dann ist das, dieses, die ganze Zivilgesellschaft zu so einem Integrationswesen und Integrationstestwesen machen, dann wird das selbst zu einem Stück praktischer innenpolitischer Kontrolle über diese Leute. Übrigens eine Sorte innenpolitischer Kontrolle, die auch das noch hinkriegt, dass sie den Willen der Kontrollierten für ihre Kontrolle mit einspannt. Da hat es diese Politik zu einigen gebracht. Mittlerweile ist es nämlich so, dass diese Migrantenverbände, Migrantenlobbys jetzt gelernt haben, dass wenn sie was wollen, müssen sie Integrationsleistungen für die bei ihnen versammelten Mitglieder versprechen. Sie versprechen Integrationsleistungen und sagen, wenn wir diese Integrationsleistungen für Deutschland erbringen wollen, dann müssen wir aber auch Moscheen bauen dürfen. Ja, das ist jetzt sind sie selber eingefädelt in dieses Kriterium überhaupt erlaubter Ansprüche und kriegen auf der Basis postwendend vom Staat die Frage gestellt, wer ist denn bei euch der Zuständige? Könnt ihr uns denn einen Zuständigen nennen, der dann auch verantwortlich dafür ist, dass die versprochenen Integrationsleistungen pflichtschuldig bei euch erbracht werden? Also wo das zum Beispiel das Theater war, ist bei dieser Islamkonferenz. Da hat der Schäuble damals noch Innenminister verlangt, es müsste unter den Muslimen auch so ein Oberpropst geben, mit dem man so was Konkordatsmäßiges wie mit der katholischen Kirche dann aber auch abmachen kann. Integrationspolitik ist also sowas. Dem Kern des Gedankens nach schon das Praktizieren dieses völkischen deutschen Verdachts, das Deutsch kann man gleich wieder rausstreichen, dieses völkischen Verdachts gegen die anderen, gegen die Nichtdeutschen. Aber in der Hand der Politik. Und das macht aus diesem völkischen Verdacht was anderes. Die Politik schafft es glatt weg, diesen nationalistischen Verdacht gegen die Nichtdeutschen zu einer positiven Herrschaftstechnik zu operationalisieren. Sie macht daraus eine positive Herrschaftstechnik, einen Anspruch und lässt eben diese Fremden dauernd vor ihren Instanzen zum Widerlegen dieses Verdachts antreten. Und los werden die diesen Verdacht erst dann, ja, wenn der Staat ihn mal vergisst. Kann auch vorkommen, soll ja auch schon mal gelungen haben, die Schabowskis und wie sie alle heißen, da im Ruhrgebiet, bei denen hat er es mal vergessen. Ich bin auch beim Traumabild und heißen Schimanz. Richtig. Ja, damit wäre ich erstmal durch von mir aus. Vielleicht noch ein Gedanke, dass das praktisch die Entscheidung des hiesigen Staates, dass das die Entscheidung des hiesigen Staates ist, zu sagen, wann eine bei dem vorkindliche Eigenart oder Stellung zur Welt ein Beispiel ist dafür, Material dafür, dass sie nicht Deutsche sind, oder ob er, dass er sagt, gut, das passt, das kann man doch auch schrittig daran sehen, dass die Werte, von denen du gesprochen hast, Familie und Religion, das sind doch umgekehrt bei den Deutschen die, die er am meisten schätzt. Also das sind doch da
Werte, auf die er großen Wert legt, dass sie bei seinen Einheimischen vorhanden sind. Und ja, der ist ja bei Deutschen im Prinzip nicht anders gestrickt, der Familiensinn und der Glaube. Wie er bei den Ausländern draufkommt, dass der das Potenzial enthält, ihn vergessen zu machen, ist ja der Sache nach, wie ich das ja in der, was sie da praktizieren, identisch vor bei beiden. Ja, daran merkt man, dass die Denkungsart an der Stelle nicht der Grund des Verdachts und der Entscheidung darüber ist, wann der Verdacht ausgeräumt ist. Ich muss aber sagen, andererseits fand ich an der Stelle tatsächlich erstaunlich, wie diese staatlichen Hoheitspraktiker so gnadenlos staatstheoretisch werden können. Das Umgekehrte ist ja auch was sehr Spannendes. Dass der Staat wirklich mal seinen Verdacht in den Unterschied von politischer Sittlichkeit und Moral in die Welt setzt. Das ist ein bisschen so, als ob die plötzlich Hegel gelesen hätten. Gemeint, wer an Familie denkt, der soll das gut machen, darf dabei aber nicht vergessen, dass das praktisch verdient ist, Der in jedem Fall zu berücksichtigen. So ist das. Das haut einen echt um, wenn sie da den Fremdländern kommen und plötzlich dieses Fass aufmachen, dass sie bei den Inländern wirklich mit der Französischen Revolution mehr oder weniger einmal erledigt haben. Ja, sogar umgekehrt, in der Prekariatdebatte sagen, die müssen ein bisschen mehr Wurzeln richtig, ja. Lernen. Ja, ja, da gibt es das Umgekehrte, ne? Da wird dann gesagt, wie kann man den Aufstiegswillen nur so verlieren, bei denen muss Sittenverfall vorliegen. Ja, einerseits. Andererseits rufen sie den Eltern weg, gehen mal ein bisschen in den Kindergarten zu. Ja. Und auch in Deutschland ist das ja so, ich dachte jetzt nicht aus welcher Serie, ich dachte. Das war ein bisschen einseitig bei mir, oder? Die Großteil der Morde familiär sind Hintergrund. Ja. Heb ruhig die Stimme etwas. Ich habe noch mal eine zweite Frage zu dem Glauben. Also ich hatte das so verstanden, dass der Generalverdacht gegenüber Islamgläubigen darin besteht, dass Allah sozusagen über dem deutschen Staat steht. Ja. Und insofern ist das doch etwas anderes als der Glaube an Gott. Der ist doch hier so sortiert, dass die Leute zwar glauben dürfen, wie sie wollen, aber klar ist doch, dass der deutsche Staat sozusagen die Hoheit über den Glauben hat. Und genau darin sehe ich doch einen Unterschied zum islamischen Glauben. Ja, die Einschätzung des Staates ist so, dass in dieser Frage es einen Unterschied zwischen den Inländern und den Ausländern gibt. Dass er bei den Inländern nicht nur die Lufthoheit über den Stammtischen hat, sondern auch die Lufthoheit über den Gotteshäusern hat. Bei den Ausländern nicht unbedingt. Aber was er an den Ausländern und ihrem Glauben mal so klar macht, ist schon, er entdeckt an der Stelle, natürlich, weil es die Ausländer sind, aber dann entdeckt er eben an ihnen trotzdem was gar nicht ausländisch ist. Er entdeckt diesen kleinen Knirsch zwischen politischer Loyalität und Gottesglaube und moralischer Sittenverbundenheit. Aber er Also das Verhältnis des Glaubens und der Politik im deutschen Staat ist ja sozusagen quasi so, wie es jetzt ist, kein logisches Verhältnis, sondern dass Merkel
er der höchste Repräsentant für alle Untertanen ist. Das ist ja wirklich ein Verhältnis, was er in vielen Kriegen und er mit Gewalt, die bis heute er darauf aufpasst, eingerichtet worden und den Gläubigen eingebläut worden, dass sie das so zu sehen haben. Ja, was ihm da eingebläut worden ist, dass er deutscher Christ ist. Nicht einfach Christ, sondern deutscher Christ. Dass er sein Christentum begreift als eine Geisteshaltung, die er sozusagen im deutschen Staat auch praktizieren kann, im deutschen Staat auch als entgegenkommend verdammt und umgekehrt deswegen auch vom Staat, vom deutschen Staat, so etwas wie eine Schutzfunktion seines Christentums verlangen kann. Das ist aber dem Islami noch überhaupt nicht so geläufig, dass er deutscher Islami ist. Es gibt sozusagen als Selbstbewusstsein einer deutschen islamischen Kirche oder so etwas noch gar nicht. Und das ist auch ein Stück weit diese Anforderung, die der Schäuble dort stellt, wenn er sagt, er hätte gerne mal so einen Generalvertreter, der sozusagen die Kirchenfunktion für diesen Laden übernimmt. So eine Frau Eine Frau wird es bei denen nicht gleich werden. Nochmal was zu der Betrachtung Deutsch, nicht Deutsch. Das ist doch erstmal so, dass er, früher hat er doch gesagt, all jeder deutschen Blutes hat die erforderliche Volkszugehörigkeit, damit auch die erforderliche Gesinnung, Deutscher zu sein. So, jetzt ist das, was er jetzt als Ausländer definiert oder auch wie er die Tauglichkeit zum Deutschen definiert, eigentlich, sagen wir mal, soll das die Leistung des Blutes ersetzen? Und meinst du das denn so? Das liegt in seiner Entscheidung, wann diese Loyalität hergestellt ist? Oder wie spielt diese Geschichte da rein, wie er überhaupt In- und Ausländer definiert? Er sagt ja auch jemand, der hier geboren ist und zum Islam konvertiert, der ist im Prinzip zu mir zugehörig. Das ist nicht deswegen Ausländer, weil er jetzt eine fremdländische Religion angenommen hat. Daran merkst du, wie das Verhältnis von praktischem Zugriff und rechtlicher Legitimation beschaffen ist. Das ist meiner. Das ist eine Frage des hoheitlichen, exklusiven Zugriffs auf die Leute. Und dieser hoheitliche Zugriff, der kommt mir nicht aus und der gehört nur mir. Der ist meinem Gewaltmonopol unterstellt. Der hat sich eine Begründung geschaffen, dass das dem, auf den so zugegriffen wird, allerelementarst entspricht. Eine Art der Begründung ist das von dir genannte Jus Sanguinis, dieses Blutsrecht. Wer aus deutschstämmiger Familie nachgeworfen wird, ist deswegen deutsch. Dass das nicht der Grund der staatlichen Entscheidung ist, wann er einen hat, sondern dass das eine Begründung dafür ist. Auch mit verfahrensrechtlichen Konsequenzen, komme ich gleich drauf zu sprechen. Das merkt man daran, dass derselbe deutsche Staat, ich glaube 2004, ein neues Staatsbürgergesetz macht und sagt, er macht das jetzt anders. Er führt jetzt die andere Begründung ein. Die andere Begründung heißt, wer unter meiner Hoheit geboren ist, dem attestiere ich als Recht, was ich von ihm als Pflicht will. Nämlich, er hat das Recht, Deutscher zu sein oder zu werden. Bei denen mit diesem Migrationshintergrund wird nochmal nachgefragt, ob er es denn jetzt auch wirklich werden will. Hat übrigens auch die Kehrseite an sich, dass ein nach dem gestrigen Recht
Deutscher, weil Abkömmling von deutschen Eltern, aber im Ausland geboren und dort dauerhaft lebend und aufwachsend, nach der neuen Rechtslage seit 2004 nicht mehr automatisch Deutscher, sondern erstmal Ausländer ist. Ja? So. Daran merkst du, wie das Verhältnis von was ist wirklich die Volkszugehörigkeit, das ist dieser hoheitliche, exklusive Zugriff auf diese Leute und was ist die rechtliche Begründung dafür. Die Sache hat noch eine zweite Seite und das ist, der Staat steht zu diesen rechtlichen Begründungen dann auch wieder politisch. Das deutsche Blutsrecht da, das hatte einen politischen Grund. Mit der Begründung hat er nämlich lauter sowjetischen, tschechischen, polnischen, ukrainischen, ach, die gab es damals noch gar nicht extra, Staatsbürgern und unter der Herrschaft des West-Ost-Gegensatzes einfach attestiert, das sind eigentlich meine, weil chromosomentechnisch in den Grenzen von 1939 gezeugt. Das war eine außenpolitische Maßnahme, um die Hoheit des Feindes über sein Volk zu untergraben und außerdem noch den revanchistischen Anspruch der Bundesrepublik Deutschland auf ihr volles Reichsgebiet, dessen Erbe sie ja sein wollten, aufrechtzuerhalten. Dann waren die dafür da und dafür war diese Sorte, die Staatsbürgerschaft zu begründen, da. Hat dem deutschen Staat einiges eingebracht, aber irgendwann, nämlich als der Feind da drüben weg war, zu viel. Mit einem Mal kam jeder, der an einer Eiche sofort sein deutsches Bein oder seinen deutschen Arm gehoben hat, kam nach Deutschland rein und hatte nach dieser Rechtslage einfach von der Bundesrepublik Deutschland, dem Sieger dieser Auseinandersetzung, das Recht zugesprochen bekommen, einen deutschen Pass zu haben und ohne Umstände hier integriert zu sein. Pustekuchen, der Staat ändert das Gesetz und jetzt sind unsere Brüder und Schwestern von gestern Menschen mit Migrationshintergrund und sollen im Integrationskurs erstmal beweisen, dass sie hier hingehören oder nicht vielleicht doch in das kasachische Raketentestgelände. So geht Staatsbürgerschaftspolitik. Der Witz war nicht von mir. Ich habe zitiert, ja, als sie diese Gesetzeslage umgeschrieben haben, da hat man mit einem Mal von Leuten, die gestern für genau diese Aussiedlerpolitik sogar zuständig war. Ich zitiere einen, der war Vorsitzender in so einer Studentenanwerbegesellschaft für diese Aussiedler da. Mit einem Mal war denen klar, dass das doch nicht sein kann, dass jeder, der in der Verwandtschaft einen deutschen Schäferhund hat, Deutscher wird. Ja, so sind die. Problem hat ja der deutsche Staat auch nicht exklusiv, bei den Israelis gibt es das auch, dass die zwischen der ganzen russischstämmigen Juden vertrieben werden. Ja. Die sich immer den Widerspruch abarbeiten, dass sie eigentlich ihren Anspruch auf jeder, der nach ihrer Definition ein Jude ist, gehört zu ihrem Land. Oder jetzt in Konflikt geraten mit, sie können sie gar nicht alle gebrauchen und daran arbeiten sie auch ab. Ja. Allerdings haben die ein Programm, da können sie noch einiges an Volk verbrauchen. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag einfach zu diesem Schweizer Theater und der deutschen Verarbeitung, das will ich vielleicht doch noch schnell sagen.
Da gab es also diese Abstimmung von diesen Schweizgläubigen oder gläubigen Schweizern oder so. Und es hat eine sehr interessante, es ist jetzt ein etwas anderes Gleis, als deswegen habe ich es mir als Nachtrag aufgehoben. Es hat eine sehr interessante Diskussion in Deutschland anlässlich dieses Vorfalls gegeben. Das knüpft jetzt an dieses an, was ich am Schluss gesagt habe, das ist schon der völkische Verdacht gegen die Fremden, aber es ist so gedreht, dass der Staat ihn in die Hand nimmt, sich für zuständig erklärt und daraus eine positive Herrschaftstechnik macht und es nicht dem Urteil des Volkes überlässt. Und genau das ist in der deutschen Politik gleich sehr, sehr dogmatisch, gleich sehr prinzipiell zum Argument geworden. Sehr interessant. Da stimmt jetzt mal das gelobte demokratische Volk, von dem ja bekanntlich alles ausgeht in diesem unserem Lande und in Demokratien, ab. Und der Politik passt die Abstimmung nicht. Und dann haben übrigens gerade diese Propagandisten der Demokratie als edelster Staatsform, diese Edeldemokraten der Grünen Partei, gerade die haben dann als Konsequenz davon in den Medien diskutiert, da wird man was dran sehen. Es wäre eine zivilisatorische Errungenschaft, wenn der Staat doch nicht das Volk über alles abstimmen lässt. Und volksverbundene Politik dürfe nicht den Fehler machen, populistisch zu werden, nämlich das zu machen, was Volkes Stimme will. Das ist schon echt eine heiße Debatte, die machen. Die hat insofern sowas Gemeines. Da schweißt erstmal die Staatsgewalt und alle ihre Politik und Integrationspolitiker nochmal extra. Da schweißt die Staatspolitik, also die politische Herrschaft, schweißt die Leute zu so einer Nation und zu so einem Kollektiv des Volkes zusammen, erzieht sie zu dieser Bestie und dann berufen sie sich auf ihr Produkt, diese Bestie, als Argument dafür, dass sie an die Leine gehört, nämlich an ihre. Und das fand ich eine interessante Wendung, wie die diesen Vorfall auswerten. Ich würde sagen, nein. Weil andererseits haben Sie ja an dem Ganzen schon entdeckt, und das wissen Sie natürlich auch, dass die Loyalität Ihres Volkes, also eben das, worum die Integration sich dreht, eben so funktioniert, dass die sich einbilden. Das wäre auch eine Entsprechung für die Zusammengehörigkeit qua christlicher Historie und so weiter, und das müsste man auch pflegen. Richtig. Dann entdecken Sie doch plötzlich, einerseits muss man den Schweizer, also darf man das Volk natürlich nicht entscheiden lassen. Andererseits, Minarette. So ist das. Das ist dann sofort die zweite Linie in dieser Debatte gewesen. Dafür ist der unvermeidliche Bosbach immer zuständig. Und der sagt dann, solche Sorgen des Volkes muss man ernst nehmen. Ja, solche Sorgen des Volkes muss man ernst nehmen. Wenn Sie mal der Politik das nationalistische Lied zurücksingen, das die der eingeblasen hat, dann sind Sie doch eigentlich auf dem richtigen Weg. Solche Sorgen muss man ernst nehmen. Das ist übrigens derselbe Politiker, der immer sagt, Forderungen nach Hartz-IV-Erhöhung darf man nicht ernst nehmen. Was Ihnen daran gefällt, ist ja schließlich, dass die Klarstellung da so deutlich wird, dass der Bau von Minaretten eine Frage staatlicher Genehmigung ist. Das merkt man am Verbot am deutlichsten. Der Standpunkt ist allerdings nicht, dass sie nie gebaut werden sollen. Ja, aber dass es in ihrer Hand ist,
zu entscheiden und durchzusetzen, das Bewusstsein zu pflegen bei den deutschen Muslimen, dass es eine deutsche Religion zu sein hat, das ist sehr wohl Aufgabe staatlicher Politik und übrigens überhaupt nicht Aufgabe von Plebs. Das ist die Dialektik, ja. Also den nationalen Auftrag, den holt sich die Politik schon gerne von Volkesstimme ab, in dieser Frage zu entscheiden. Dann will sie aber auch entscheiden, und das ist jetzt das kritische Argument, da wird Volkesstimme auch als ein Stück Amtsanmaßung zurückgewiesen. Gut, dann fahrt schön zum Skifahren in die Schweiz, aber passt auf.